Danke. Im Namen meiner Freunde in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Belgien bin ich hier, um die Grundsätze darzulegen, auf deren Fundament wir die künftigen Kämpfe planen. Denn machen wir uns nichts vor, diese Kämpfe, die werden extrem gewaltig. Genug Gewalt. Was wir verlangen, was die Menschheit verlangt, ist Güte. Güte! Brüderlichkeit! Dinge, an denen es dieser Welt fehlt und was sie braucht, mehr als unsere Körper frisches Wasser, ist Freundlichkeit. Eine Art innige Brüderlichkeit. Lass ihn sprechen! Brüderlichkeit! Es gibt wahrscheinlich einige Leute hier, die weinen, wenn sie die Worte hören, Güte, Freundlichkeit, Brüderlichkeit. Tränen bringen dich nicht an die Macht. Macht vergießt keine Tränen. Die Bourgeoisie zeigt euch keine Freundlichkeit und ihr werdet sie nicht mit Güte erobern. Bürger, Freunde, Kameraden, wieso sind wir hier? Weil wir kämpfen. Ja, natürlich. Ja. Und was ist das Ziel unseres Kampfes? Freiheit. Gleichheit. Alle Menschen sind Brüder. Gleichheit und Gleichheit. Alle Menschen sind Brüder. Alle Menschen sind Brüder. Ja. Seid ihr ja. das? Du? Ja. Und du? Ja, natürlich. Was ja. ist mit dir, mir, diese dort alle heute? Ja. Nein. 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 Die Bourgeoisie und die Arbeiter, sind sie Brüder? Nein. Nein. Das sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Sie sind Feinde. Wir müssen wissen, wieso wir uns hier versammelt haben. Ist es für eine abstrakte Idee? Einen sentimentalen Tagtraum? Was denkt ihr, wohin uns das bringen wird? Wir müssen wissen, was der Bund will, wofür er kämpft, für welche Gesellschaft. Und das müssen wir jetzt entscheiden.